Vielleicht ist es die Fun-Sportart der Zukunft, der Turbo für Inlineskater. Ein kleiner Elektromotor mit Batterien treibt dieses Einrad an. Bei den Kids ist das sogenannte Flyrad heiß begehrt. Also mir gefällt es gut und ich habe auch viel Spaß dran. Und meine Freunde, die wollen halt oft damit fahren. Ich lasse auch fahren, die können sie halt auch dann ganz schnell. Dieses Gefühl, was man jetzt mit dem Flyrad hier aufbaut, also das ist, finde ich, einfach ein ganz anderes Gefühl. Das kann man eigentlich gar nicht richtig beschreiben. Der Hobbysportler Thomas Rank hat das Flyrad erfunden. Beim Skaten in seiner fränkischen Heimat kam er auf die zündende Idee. Er wollte mit seinen Inlinern einfach besser vorankommen. Ich fahre sehr gerne Inlineskates und bin eben auch sehr viel auf sehr schmalen Flurbereinigungswegen unterwegs, die in der Mitte meistens einen Grünstreifen haben. Und auf diesen Wegen kann man sehr schlecht anschieben und kommt mit den Inlinern so gut wie nicht voran. Also musste eine neue Erfindung her. Über 6 Jahre hat der leidenschaftliche Bastler an dem Flyrad gebaut. Neben seinem Vollzeitberuf als Medizintechniker steckte er fast jede freie Minute in das Projekt. Das Funktionsprinzip ist denkbar einfach. Das Flyrad ist so aufgebaut. Ganz hinten haben wir das Antriebsrad mit einem Nabenmotor. Dann in der Mitte haben wir den Fahrtenregler. Darunter ist jetzt hier der Akkusatz eingebaut. Dann weiter vorne sieht man jetzt rechts den Gasdrehgriff, wie bei jedem Motorrad ist der zu bedienen. Die Auflagen sind beweglich und auch die Bremse, je nachdem, eben wie man sich bewegt, geht die Bremse automatisch immer mit, dass sie gut in der Hand liegt. Und ich glaube, hier hat man mal wieder was, ein Sportgerät, wo man die Menschheit richtig begeistern kann. Etwa 4 bis 6 Stunden braucht das Flyrad zum Tanken an der Steckdose. Dann kann die Fahrt losgehen. Das Flyrad kann eine Geschwindigkeit von bis zu 40 Stundenkilometern erreichen. Ein 500 Watt starker Elektromotor bringt diese Leistung auf die Straße. Noch gibt es keine Serienproduktion, doch die will Thomas Rank jetzt schnellstmöglich starten. Das Flyrad kann man sehr universell einsetzen. Man kann zum Beispiel im Sitzen fahren. Man kann sich auch dazu aufstellen. Das Antriebsrad befindet sich jetzt hinter mir. Durch Gas geben kann man das Antriebsrad nach vorne ziehen und dann sich vom Flyrad auch ziehen lassen. Man kann damit Slalom fahren. Man kann auch im Knien fahren. Und man kann das Flyrad zum Beispiel auch parallel zum Körper als Antrieb nehmen. Die Positionen ständig wechseln. Es ist also sehr sportlich einsetzbar. Momentan arbeitet Thomas Rank vor allem an der Entwicklung von Zubehörteilen für sein Fun-Sportgerät. Praktisch ist zum Beispiel auch dieser Anhänger, in dem 3 Hunde problemlos Platz haben. Schließlich sollen vom Flyrad wirklich alle etwas haben.